Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten es gerade geschafft, nach jahrelanger Haushaltskonsolidierung und Einsparungen in allen Bereichen standen wir am Ziel eines ausgeglichenen Haushalts. Seitdem ich mich aktiv in der Felberter Kommunalpolitik für die Zukunft unserer schönen Stadt als Mitglied der CDU engagiere, und das sind jetzt etwas mehr als 21 Jahre, kämpfte jede Ratsmehrheit dafür, die Ausgaben und die Einnahmen der Stadt Felbert in Einklang zu bringen. Beginnend mit dem ersten Haushaltssicherungskonzept von 1997. Jedes Mal, wenn wir glaubten, wir seien auf dem richtigen Weg, hat uns das Schicksal ein Bein gestellt. Vor 12 Jahren machte uns die Bankenkrise und die darauf folgende Eurokrise alle Erfolge zunichte. Die Steuereinnahmen brachen massiv ein. Zu dieser Wahrheit gehört auch, dass wir in Felbert erst 2019 das Niveau des Gewerbesteueraufkommens von 2009 wieder übertroffen haben. Und dieser Wert ist noch nicht einmal inflationsbereinigt. Mit anderen Worten, während im vergangenen Jahrzehnt der Wohlstand in Gesamtdeutschland massiv gewachsen ist, das Bruttoinlandsprodukt wuchs in der Dekade um gute 20%, konnten wir in Felbert gerade einmal das Niveau von vor 2009 bei der Gewerbesteuereinnahme erreichen. Felbert hat vom Wachstum der gesamtdeutschen Wirtschaft der vergangenen Dekade faktisch nicht profitiert. Vor 6 Jahren begann dann die Flüchtlingskrise in der EU und verursachte auch in Felbert massive Mehrausgaben in Millionenhöhe. Jedes Jahr rauften sich Fraktionen im Rat der Stadt Felbert zusammen und schnürten massive Einsparpakete, um sich dem abzeichnenden Eigenkapitalverkehr entgegenzustellen. Glauben Sie mir, es ist kein Vergnügen, den vielen Bürgern, Unternehmern, Vereinen und ehrenamtlich Aktiven jedes Jahr aufs Neue zu erklären, dass Dienstleistungen der Stadt teurer und Zuschüsse geringer ausfallen werden. Aber das war, meine Damen und Herren, sozusagen gestern. Vor einem Jahr änderte sich durch die Corona-Pandemie über Nacht nahezu alles. Für jeden von uns. Die persönlichen Schicksale und menschlichen Krisen, die mit diesem Virus zusammenhängen, hätten wir uns zuvor kaum vorstellen können. Unser aller Leben wird begleitet von Fragen der Gesundheit und von finanziellen Unsicherheiten, die für viele, speziell für die Gewerbetreibenden im Einzelhandel und der Gastronomie, für die vielen Solo-Selbstständigen, aber auch für die große Zahl von Studenten längst existenzbedrohend sind. Hier macht sich vor allem bemerkbar, dass für diese Gruppe bisher kaum sozialstaatliche Regelungen existieren. Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es schon ist. Dieses Zitat von Karl Valentin spiegelt unsere Lage mit Blick auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen für unseren städtischen Finanzhaushalt wider. Doch diese Lage darf uns keinesfalls dazu bringen, in Schockstarre zu verfallen und auf eine Nach-Corona-Zeit zu warten. Wir müssen alles daran setzen, die Dinge im Griff zu halten, Risiken, wo immer es geht, zu vermeiden und vor allem für die zukünftige Entwicklung vorzusorgen, auch finanziell. Letztlich zeigt uns die Geschichte, dass gerade in der Krise die Weichen für eine positive Entwicklung gestellt werden müssen. In welche Richtung der Felbert-Zug fährt, darauf haben wir in Felbert nur Einfluss über unsere Entscheidungen vor Ort. Die Weichen für die zukünftige Entwicklung von Felbert stellen wir maßgeblich über den städtischen Haushalt, der alle Ausgaben und Einnahmen umfasst. Es dürfte jedem klar sein, dass angesichts der Corona-Pandemie alle Städte in Deutschland vor großen finanziellen Herausforderungen stehen. So müssen wirtschaftliche und soziale Härtefälle abgefedert werden. Die Kunden haben über alle Generationen hinweg gelernt, wie einfach man viele Produkte im Internet kaufen kann. Wir müssen darauf antworten für die Zukunft unserer Innenstädte, die dort ansässige Händlerschaft und vor allem für die vielen Jobs im Einzelhandel, die das Einkommen vieler Felberter sichern, finden.
Aber nicht nur die Corona-Pandemie stellt Felbert vor riesige Herausforderungen. Die vielfältigen Maßnahmenpakete gegen den Klimawandel führen in fast allen Politikfeldern dazu, dass Probleme neu durchdacht und widerstrebende Interessen in Einklang gebracht werden müssen. Hier treibt uns bei der CDU vor allem die Sorge, dass wir die sozial Schwachen auf diesem Weg verlieren. Elektromobilität mag für die Wohlhabenden in unserer Gesellschaft bezahlbar sein. Für die vielen Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, die unterdurchschnittliche Einkommen oder geringe Renten beziehen, wird ein Pedelec unerschwinglich bleiben. Von der Anschaffung eines vollwertigen Autos mit Elektromotor möchte ich da gar nicht erst reden. Die Kosten für den Ersatz der Batterien bei einem älteren Fahrzeug dürften höher liegen, als viele heute für ein älteres Fahrzeug in Gänze bezahlen. Viele, die heute den Schlüssel in der Elektromobilität für die Erreichung der Kohlendioxidziele sehen, sind vermutlich in der Lage, auf eigenem Grundstück eine eigene Ladeinfrastruktur zu realisieren. Aber wie soll das bei Miet- und Eigentumswohnungen in den Innenstädten realisiert werden? Der öffentliche Verkehrsraum kann nur einmal genutzt werden. Und die gegenläufigen Flächenbedarfe durch Fußwege, Ausbau der Radwege, immer größeren Platzbedarf durch breiter werdende Fahrzeuge und die Ladeinfrastruktur lassen sich nicht parallel erfüllen. Ob wir darauf vorbereitet sind? Ich denke, das hängt vor allem zu einem gewissen Grad auch von der Finanzkraft unserer Kommune ab. Der aktuelle Haushalt bietet, trotz erheblich erschwerter Bedingungen, die Chance, eine politische Perspektive aufzuzeigen und in Ideen und deren Umsetzung zu investieren. In Kindergärten, Schulen, Straßen und modernste Kommunikationstechnik. Die vielen Projekte, welche die Stadt in 2021 angehen will, hat unser Bürgermeister Dirk Lukrawka in seiner Rede zur Einbringung des städtischen Haushaltes aufgezählt. Damit will ich Sie nicht weiter langweilen. Stellvertretend erlauben Sie mir den Verweis auf den massiven Ausbau der Kindergärten, den Neubau und die Sanierung von Schulgebäuden, die Investitionen in die IT-Ausstattung der Schulen und, auch wenn es formal nicht zum Haushalt der Stadt Felbert gehört, die massiven Investitionen von insgesamt ca. 100 Millionen Euro in den Glasfaserausbau im gesamten Stadtgebiet durch die Stadtwerke Felbert. Die letztgenannten Investitionen belasten das Ergebnis der Stadtwerke massiv und damit unmittelbar auch die Ausschüttungsfähigkeit im Konzern Stadt. Im Jahr 2021 und vermutlich auch in den folgenden Jahren werden die Unternehmen des Konzerns Stadt keine Ausschüttung in den Haushalt leisten können. In Summe schlägt unser Bürgermeister Dirk Lukrawka zusammen mit dem Kämmerer der Stadt Felbert stellvertretend für die verschiedenen Fachbereiche insgesamt ein Ausgabevolumen von ca. 255 Millionen Euro vor. Dahinter verbergen sich zum Großteil Ausgaben, zu denen wir gesetzlich oder vertraglich verpflichtet sind und gar keinen Gestaltungsspielraum haben. Doch wie sieht es mit der Einnahmeseite aus? Fehlende Einnahmen und steigende Ausgaben führen dazu, dass der Kommune weniger Geld zur Verfügung steht. Auf dem Papier sieht die Einnahmesituation der Stadt Felbert im Jahr 2021 gar nicht so schlecht aus. Die Kämmerei plant mit Einnahmen in Höhe von ca. 255 Millionen Euro. Rechnet man genau, dann sollten Einnahmen und Ausgaben im Einklang stehen und ein kleiner Überschuss von ca. 200.000 Euro am Jahresende übrig sein. Auch wenn privat für jeden von uns 200.000 Euro viel Geld sind, bei einem Gesamtvolumen von ca. 510 Millionen Euro Einnahmen und Ausgaben in der Summe macht das gerade einmal 0,04% aus. Kleinste Abweichungen vom Plan können also schon dafür sorgen, dass die Einnahmen nicht mehr die Ausgaben decken. Sie werden jetzt zu Recht fragen, was faselt denn der Schneider so viel über die massiven Folgen der Corona-Pandemie für den städtischen Haushalt? Die Zahlen sehen doch recht gut aus.
Die Antwort darauf lautet: nur auf dem Papier. Nur auf dem Papier sehen die Zahlen gut aus. Die Entwicklung der Kennziffer Nettosteueraufkommen zeigt den dramatischen Knick der Steuereinnahmen im letzten Jahr. Die Einnahmen der Stadt brechen förmlich weg. Das Nettosteueraufkommen fällt von einem Wert von 129 Millionen Euro im Jahr 2019 auf minus 12 Millionen Euro im Jahr 2021. Die 255 Millionen Euro Einnahmen im städtischen Haushalt können nur durch einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von knapp 28 Millionen Euro dargestellt werden. Werfen Sie jetzt alles Wissen über Bord, was Sie möglicherweise über Buchhaltung und außerordentliche Erträge haben. Der Ertrag kommt nämlich aus einem Nebenhaushalt, der sogenannten Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen. Dahinter verbirgt sich nichts anderes wie ein riesiger Kredit zur Finanzierung der Mindererträge und Mehrausgaben aufgrund der Corona-Pandemie. Dieser Kredit wird bis Ende 2024 vermutlich auf 130 Millionen Euro angewachsen sein, als Investition in die Zukunft bilanziell aktiviert und über 50 Jahre abgeschrieben. Soweit so gut. Diese Abgaben, Abschreibungen werden den städtischen Haushalt jedoch mit weiteren 2,6 Millionen Euro jedes Jahr für die nächsten zwei Generationen negativ belasten. Alles, was wir heute auf diesen Haushalt draufsatteln, werden unsere Kinder und Enkel bezahlen müssen. Umso mehr müssen nun die richtigen Weichen in der Haushaltsberatung gestellt werden. Was das bedeutet, wenn das nicht passiert? Es wird dazu führen, dass Gelder für städtische Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen und Bauprojekte wegbrechen, dass Personalressourcen eingespart werden, Stellen vielleicht nicht mehr besetzt werden und deswegen letztlich die Krise dann doch nicht so gut bewältigt wird, wie wir im Moment noch meinen. Die Kennzahl des Aufwandsdeckungsgrades zeigt deutlich, wie die starke Belastung der kommenden Generation seinen Anfang nimmt. Lag der Aufwandsdeckungsgrad im Jahr 2019 und 2020 noch knapp über 100%, so fällt er im Jahr 2021 auf 90% ab. Um eine generationengerechte Haushaltspolitik und ein finanzielles Gleichgewicht gewährleisten zu können, sollte diese Kennzahl über mehrere Perioden betrachtet nicht unter 100% liegen. Ansonsten würde auf Kosten der zukünftigen Generationen gewirtschaftet werden, was nicht unseren Haushaltsgrundsätzen entspricht. An dieser Stelle muss ich einfach darauf hinweisen, dass die Anträge der grünen-linken Ratsmehrheit keinen Weg in die Zukunft weisen. Ich möchte Ihnen kurz aufzählen. ÖPNV. Für eine kostenintensive Taktverdichtung der Buslinie 649 von 20 Minuten auf 15 Minuten entstehen allein Mehrkosten pro Jahr von 300.000 Euro. Förmlich an einen Schildbürgerstreich erinnert dabei die Tatsache, dass Wuppertal, über dessen Stadtgebiet die Linie dann weiterfährt, den 20-Minuten-Takt beibehalten will. Wir zahlen also 300.000 Euro dafür, dass der Bus an der Stadtgrenze anhält und jedes Mal darauf wartet, dass er im Wuppertaler Takt weiterfahren darf. Ad absurdum wird der Antrag dadurch geführt, dass durch dieselben Fraktionen in der gleichen Sitzung der Antrag, die bestehenden und existierenden Mobilitätskonzepte, unter anderem auch das ÖPNV-Konzept, zu stoppen und neu zu denken, gestellt und vermutlich auch beschlossen wird. Anscheinend gilt das nicht für die Linie 649. Zweites Thema sind die Reinigungsleistungen. Die grün-linke Ratsmehrheit beantragt, dass bis 2025 schrittweise die Reinigung der städtischen Gebäude wieder mit eigenem Personal durchgeführt wird. Das bedeutet ab 2025 jährliche Mehrkosten von ca. 1 Million Euro, ohne dabei Tarifsteigerungen zu berücksichtigen.
Zur Gegenfinanzierung wird unter anderem vorgeschlagen, dass diverse Stellen in der Kernverwaltung unbesetzt bleiben sollen. Die Fellwater Stadtverwaltung ist doch kein Gebäudereinigungshandwerksbetrieb. Lassen Sie die Unternehmen unsere Gebäude reinigen, die etwas von diesem ehrenwerten Handwerk verstehen. Und zu guter Letzt die Kindergartenbeiträge. Fassungslos macht mich, wie man in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage der Stadt so das Geld zum Fenster rauswerfen will. 1,75 Millionen Euro müssen dafür ab dem Jahr 2022 jährlich an anderer Stelle eingespart werden. In 2021 schlägt die Hälfte des Betrages zu Buche. Doch wer profitiert davon wirklich? Wir haben heute schon eine Beitragsfreistellung bei einem Bruttogehalt unter 25.000 Euro, was vor allem Alleinerziehenden hilft. Wir sehen uns aber auch im Wort stehend aus den vergangenen Jahren und wollen den Weg weitergehen, schrittweise die Bruttogehaltsuntergrenze weiter anzuheben, sodass zumindest Familien mit einem durchschnittlichen Bruttogehalt beitragsfrei sind. Deshalb ist es aus unserer Sicht auch sozial angemessen, die Untergrenze für die Beitragserhebung auf 50.000 Euro anzuheben. Von der völligen Beitragsfreistellung profitieren jedoch vor allem die Besserverdienenden. Was ist daran sozial? Die linke Ratsmehrheit wirft auch hier den Grundsatz, breite Schultern tragen mehr, über Bord. Fellwart braucht mehr denn je finanzpolitische Expertise mit Solidität und Weitblick. Ehrliche Politik, die Ausgaben gegenüber Einnahmen bedacht abwägt und insbesondere jetzt in Krisenzeiten Risiken für die Stadt als Ganzes im Blick hat. Wie geht es weiter nach der Corona-Pandemie? Wir Mitglieder der CDU-Fraktion haben uns gemeinsam mit der Fraktion Fellwart Anders intensiv dieser Frage gewidmet und das von uns vorgeschlagene Maßnahmenpaket erarbeitet. Die Weichen in die Richtung zu stellen, in die richtige Richtung zu stellen, das ist unser Anliegen. Wir wissen, dass der Haushalt eigentlich keinen finanziellen Spielraum bietet, um Geschenke zu machen. Wir befinden uns aber auch in einer geschichtlichen Zäsur und sind uns einig, dass uns durch die Pandemie kein dauerhafter Schaden als Wirtschaftsstandort entstehen darf. Deshalb ist es wichtig, dass die für das gesellschaftliche Zusammenleben maßgeblichen Gruppen schnell und soweit es nur geht, unbeschadet aus der Krise herauskommen. In eben diesem Sinne möchten wir eine Sonderförderung in Form von unterstützenden Maßnahmen für Unternehmen, Vereine und Familien auflegen. Im Einzelnen möchten wir im Jahr 2021 auf die Erhebung der Nutzungsentgelte für die Nutzung der Fellwater Sportstätten verzichten, da ein Regelbetrieb durch Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nicht zu erwarten sein wird. Den Vereinen soll dadurch der finanzielle Druck im Ehrenamt genommen und so zum Beispiel die Möglichkeit auf Beitragsfreistellungen für Familien eingeräumt werden. Außerdem müssen Fellwater Vereine in die Lage gesetzt werden, die Corona-Pandemie relativ unbeschadet zu überstehen. Da ehrenamtliche Strukturen ansonsten einen nachhaltigen Schaden in Fellwart nehmen würden. Diese Maßnahme führt zu ca. 180.000 Euro Mindereinnahme für den städtischen Haushalt. Sie kann jedoch den Mindererträgen aufgrund der Corona-Pandemie zugeordnet werden und so über 50 Jahre abgeschrieben werden. Des Weiteren sehen wir uns im Wort, Familien mit durchschnittlichem Einkommen stärker zu unterstützen. Vor dem Hintergrund, dass die letzten zwei Kita-Jahre bereits beitragsfrei für alle Kinder sind, möchten wir Familien mit einem Jahreseinkommen bis 50.000 Euro ebenfalls dauerhaft beitragsfrei stellen. Wie bereits erläutert, ist Fellwart derzeit nicht in der Lage, willkürliche Geschenke zu verteilen. Alle Ausgaben müssen gut bedacht sein. Daher müssen Familien mit überdurchschnittlichen Einkommen weiterhin ihre Kita-Beiträge entrichten. Unsere Entlastung der Durchschnittsfamilie führt zu Mindererträgen von ca. jährlich 3.000 Euro ab dem Jahr 2022. Im Jahr 2021 schlägt der halbe Betrag zu Buche. Das ist im Vergleich ein kleiner Betrag zu den 1,75 Millionen Euro, wenn alle Gutverdiener beitragsfrei gestellt werden, so wie es die Grünen-Linke-Mehrheitsliste möchte.
Die Wirtschaftsförderung vor Ort ist gerade jetzt in der aktuellen Corona-Pandemie wichtiger denn je und zugleich ein Beitrag für den Zusammenhalt und den Wohlstand in unserer Stadt. Wir sind überzeugt, dass durch Investitionsanreize Wachstumsimpulse unsere Stadt als Wirtschaftsraum stärken können und damit die Sicherung von Arbeitsplätzen vor Ort einhergeht. In der Schaffung und dem Erhalt von sicheren Arbeitsplätzen sehen wir unsere wichtigste Aufgabe, denn jeder von uns wünscht sich dies als Garant für eine gute und sichere Zukunft. Arbeitsplatzabbau führt zwangsläufig zu weniger Wohlstand. Daher ist Wirtschaftsförderung immer auch als Teil der Sozialpolitik zu verstehen. Aktuell wollen 2/3 der Kommunen die Gebühren und Steuern für Bürger und Unternehmen erhöhen. Wir gehen in die Offensive und versuchen, den ansässigen Unternehmen, Vereinen und Familien Rückendeckung zu geben und den Weg für ein zukunftsfähiges Felbert zu ebnen. Wir wollen antizyklisch die Rahmenbedingungen setzen. Felberter Unternehmen sind von der Auswirkung der Corona-Pandemie hart getroffen und werden mit der negativen Auswirkung noch lange zu kämpfen haben. Der Rückgang der Nachfrage, Liquiditätsengpässe und der enorme Eigenkapitalverzehr, ebenso die Schließungen von Betriebsteilen oder ganzen Betrieben, logistische Schwierigkeiten beim Absatz der eigenen Produkte oder der fehlende Bezug von Vorleistungen oder Zwischenprodukten sind eine Vielzahl von Gründen, welche die Unternehmen derzeit in eine Schieflage bringen. Umfragen belegen aber auch, dass für Liquiditätsengpässe Steuerzahlungen am häufigsten verantwortlich sind. Wir wollen daher ein deutliches Signal setzen, der Unterstützung an Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Felbert und fordern eine kontinuierliche Reduzierung des Gewerbesteuersatzes, um den Standort Felbert attraktiv zu halten. Wir wollen keine weitere Standortverlagerungsstrategie mit unserem hohen Hebesatz mitverantworten müssen. Wir wollen Unternehmen die Chance geben, sich finanziell von der Pandemie zu erholen. Der Gewerbesteuerhebesatz soll in einer ersten Stufe von 440% derzeit um 15 Prozentpunkte auf 425% gesenkt werden. Auf dem Blatt Papier bedeutet das Absenken zwar eine Haushaltsbelastung von ca. 800.000 Euro im Jahr 2021, aber wir sind der festen Überzeugung, dass wir dadurch die Wirtschaft befruchten und durch das positive Signal schnell mehr Erträge aus der Gewerbesteuer generieren. So wichtig die Schließ- und Sicherheitstechnik, also die Unternehmen der Schlüsselregion für Felbert auch sind, so anfällig ist dieses Cluster für konjunkturelle Schwankungen mit entsprechenden Auswirkungen auf Arbeitsplätze und öffentliche Einrichtungen. Felbert braucht daher dringend einen innovativen Strukturwandel, also mehr Branchenmix. Dafür bedarf es aber auch einer konzeptionellen Neuausrichtung des strategischen Standortmarketings. Dabei ist zu untersuchen, welche Zukunftsperspektiven sich durch eine enge Anbindung an die Wirtschaftsregion Düsseldorf-Kreis Mettmann und deren Initiative DUS plus ME innovativ und ebenso an die Kompetenzregion Wasserstoff Düssel-Rhein-Wupper ergeben. Dazu passend gibt es bereits in Langenberg ein alteingesessenes Unternehmen, welches mit einer Tochtergesellschaft führend bei der Entwicklung von Wasserstofftankstellen und der direkten Wasserstoffproduktion vor Ort ist und unter anderem die Lkw-Bustankstelle der AWG, die AWG ist die Müllverbrennung, betreibt die Müllverbrennung, als Kompaktpaket realisiert hat und damit bereits eine Vorreiterrolle einnimmt. Die Wasserstofftechnologie als Energiespeicher und als Kernbaustein einer CO2-neutralen Mobilität bieten in diesem Zusammenhang große Chancen für Unternehmen, die Menschen vor Ort und die Region insgesamt. Der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen bedingt langfristig Maßnahmen für einen Strukturwandel in Felbert. Viele Jobs finden nur noch auf Distanz und im digitalen Raum statt. Andere verlangen gerade jetzt nach Nähe, Empathie und soziale Kompetenz. Welche Branchen werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen
Und wie stärken wir mobiles Arbeiten? Wir fordern daher den Rat der Stadt auf, unseren Antrag zu unterstützen und den Fachbereich Wirtschaftsförderung strategisch, konzeptionell und auch personell neu auszurichten. Neben der Bestandspflege muss die Akquise den wesentlichen Stellenwert im Alltagsgeschäft der Wirtschaftsförderung einnehmen. Ebenso bedarf es der Entwicklung und Ansiedlung eines Innovations- und Technologiezentrums, um Raum für innovationsgetriebene Unternehmen und Start-ups zu geben, die auf der Suche nach einem ganz spezifischen Umfeld sind, wie beispielsweise flexible Büro- und Konferenzräume, Coworking Spaces, Hallenanmietung für kleine Produktionsbetriebe, verkehrsgünstige Lage und Anbindung, Unterstützung für nutzbringende Branchennetzwerke, Unterstützung bei der Vernetzung mit umliegenden Universitäten und Forschungseinrichtungen bzw. Hochschulen, ebenso Coaching-Angebote für Start-ups und Fördermittelberatung für Unternehmen und Gründer. An dieser Stelle möchte ich unbedingt sagen, dass meine Fraktion stets für eine Zusammenarbeit, die sich an Sachdiskussionen orientiert, jederzeit gerne zur Verfügung steht. Denn die nächsten Monate und Jahre werden genügend Herausforderungen für uns alle bereithalten, die wir gemeinsam zum Wohle der Bürger bewältigen müssen. Ich hoffe, dass alle Fraktionen im Rat der Stadt ebenso das Wohl der Stadt im Blick behalten, anstatt lediglich Kräfte zu messen und Mehrheiten zu demonstrieren, die Stillstand und Blockadepolitik für wichtige Projekte bedeuten. Wenn wir miteinander debattieren, sollten wir es kritisch, konstruktiv und informiert tun, wohl wissend, nicht alles von heute ist auf morgen oder ist morgen möglich und fehlerfreie Politik gibt es ebenso wenig. So ist es nicht an der Zeit für linke Gießkannenpolitik, die mit überzogenen sozialen Geschenken einhergeht. Ebenso wenig ist es Zeit für politische Irrwege, indem man alle Entscheidungen des Rates rückgängig macht. Verschiedenste Gutachten der letzten Jahre neu beauftragt und damit wichtige Projekte wie die Entwicklung des Hertie-Geländes und den Verkehrsentwicklungsplan mit zahlreichen sinnvollen Radverkehrsanlagen stoppt. Ich frage mich wirklich, warum haben diese Politiker des Rates zum Zeitpunkt der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht direkt mitgewirkt? Es muss sicher einiges auf den Prüfstand kommen und es kann in der aktuellen Haushaltslage sicher auch nur das Notwendigste getan werden. Aber jetzt die Notbremse bei wichtigen und geplanten Investitionen zu ziehen und beispielsweise Personal in der Wirtschaftsförderung einzusparen, ist auf jeden Fall der falsche Ansatz. Die CDU-Fraktion ist zwar die stärkste Fraktion im Rat der Stadt Velbert und stellt den Bürgermeister, dennoch sind wir in der Opposition. Die Mehrheit bilden die kleineren Fraktionen zusammen mit Splitterfraktionen, die früher an der 5%-Hürde gescheitert wären. Sie vereint lediglich der Wille, eine zahlenmäßige Mehrheit der CDU und dem Bürgermeister entgegenzustellen und damit ihre Macht zu demonstrieren. Wie könnte man sonst Grüne, Linke, FDP, SPD und Piraten unter einen Hut bekommen, wo doch gerade die Ansichten von Die Linke und der FDP nicht weiter auseinanderliegen können? Wir danken an dieser Stelle der Fraktion Velbert anders, die wieder großen Wert auf eine sachorientierte Auseinandersetzung zum Wohle Velberts gelegt hat und uns in der gemeinsamen Diskussion befruchtet hat. Ansonsten darf ich Ihnen, meine Damen und Herren, meinen Kollegen, eine erfolgreiche Haushaltsberatung wünschen und wünsche Ihnen viel Gesundheit in den nächsten Wochen und Monaten. Danke.